Ja, es ist Battery bei Nacht. Okay. Hier ist direkt der Container. Okay. Ich bräuchte einfach am Anfang noch eine Sekunde mehr. Immer wenn ich markieren will, geht die Karte weg. Immer wenn ich mich entscheide, wo ich hingehe, ist Sekunde 11. Und es sind aber nur 10 Sekunden. Versteht ihr, was ich meine? Und dann springe ich am Anfang immer einmal. Das passiert mir... Das passiert mir dauernd. Hello. Wo ist denn der jetzt? Hello? Hat die Platte schon reingemacht? Ja, Mist. Man sieht auch nichts bei dieser Dunkelheit hier, ne? Ja, nicht mal Heilung, aber die Bugle dabei. Gut. Bisschen Heilung hatte ich ja dabei. Jugel, ein bisschen ungewohnt einfach. Zum Glück sind hier so ein paar Regenjacken ohne gutes Aiming unterwegs. Echt mein Glück. Hat der Heilung gehabt? Ja, zumindest nochmal Verbände. Beim Detektor? Und wer hat den Abwurf? Jemand links oben auf der Map. Wo ist er? Liegt er da noch? Oh, Mr. Laser. Oh, der hat aber einen scharfen Laser gehabt. Was macht der Abwurfträger? Er chillt hier hinten, okay. Der wird versuchen, den zu holen, ne? Ja, wir gehen da jetzt hin. Er hat ihn noch nicht, ne? Bruder, wo bist du? Jetzt hat er ihn. Ich sehe hier nichts. Bro, ich sehe den Typen nicht.
Der Abwurf liegt ja so ganz auf der Ecke. Digga, was ist hier los? Die fetzen sich da ja richtig. Noch hinter meiner Strahlung, oder? Ah, da. Oh shit. Oh, jetzt hat die Bugle aber gut geregelt. Puh. Shit, Junge. Der hat da. Während ich ihn gesucht habe, hat er noch zwei erledigt, glaube ich. Ja, den Abwurfträger und dann, glaube ich, noch einen am Ende gerade. Aber ich war dann die Nummer zu viel, mein Freund. Ein Glück für mich. Ja, ich hole mir jetzt gleich den Abwurf. Aber lass mal ganz kurz checken. Wir haben auch nicht mehr... Hey, ist hier eine Kommstation? Ja. Die geht nicht mehr, oder? Ist zu spät schon für kommen, oder? Nochmal Schlüssel. Ist zu spät für kommen. Wir haben noch 31 Schuss hier. Und 11 Schuss in der Bugle. Wir sollten vielleicht die andere Waffe von dem Typen mitnehmen. Ja gut, wir können gucken, was Abwurfträger noch dabei hat. Ja. Ansonsten lass mal die Bugle tauschen gegen. Wo war seine Deathbox? Lass mal tauschen gegen die. Dafür habe ich nämlich ein bisschen mehr Munition am Start. Und die Bugle hat ja ihren Job schon sehr gut gemacht jetzt. Dann können wir das rauslöschen und das. Und diese Munition auch. Okay, wo ist der Schatz? Hier beim Bunker, okay. Komm, wir gehen jetzt mal zum Detektor. Wir gucken mal, was hier überhaupt noch los ist. Sind hier noch Leute? Wir checken jetzt über den Detektor erstmal ab, was noch... Was noch geht auf dieser Map? Und dann looten wir. Ach, jemand ist im Container. Das kann ja auch nicht wahr sein. Der Letzte. Das wird dann... Ist das mein Telefon? Nee, ich habe nicht Telefon gewählt, oder? Dann ist das der Letzte. Muss das ja der im Container sein. Oder steht eine Fake-ID im Container? Warte mal ganz kurz, wir checken das jetzt ab. Oh, nee. Ist der da noch drin? Ja. Wie lange dauert es, bis jemand von Mörsern gekillt wird? Das hat ja ewig gedauert. Let's go. Shit. Geiles Loot. Und das war der letzte auf der Map. Außer es versteckt sich jemand.
natürlich sein, dass sich jemand noch versteckt. Aber glaube ich nicht. Schöne Sachen dabei. Auf jeden Fall. Das nehmen wir auch noch mit. Dann können wir uns sogar noch mal... Wir brauchen uns nicht heilen, wenn keiner mehr auf der Map ist. Aber wir brauchen Platz im Rucksack für den Abwurf. Und die ADR ist... Ich nehme an, das ist das alles aus dem Ding hier, oder? Ja, guck mal. Wir nehmen die M4 mit. So, nämlich. Ja. ADR nicht. Die ist eh scheiße, die Waffe. Und die M4, da habe ich nicht mal den Bauplan, glaube ich. Kann ich gut gebrauchen. Die Bedrohung ist am Start und macht jetzt nochmal Fettloot. Wir holen uns jetzt nämlich noch schnell, solange es geht, hier den Schatz, falls der noch da ist. Und dann den Abwurf. Oh yeah. Ich hoffe sehr, dass wirklich keiner mehr auf der Map ist. Wir haben 3 Jod, wir können sogar noch lange durchhalten. So, warte mal. Der Schatz liegt genau da. Da oben drauf. Jetzt kommt auch schon die Strahlung, aber es... Hier. Und er ist noch da. Wir schaffen das mit 3 Jod auch noch sicher raus. Wir holen uns nämlich noch den Airdrop. Und jetzt müssen wir wirklich das Loot hier besser managen. Scheißwaffen brauchen wir nicht. Das noch weg. Okay. Jetzt gehen wir aber nochmal... Warte, von wo kommt die Strahlung? Von da oben. Ey, mich würde schon interessieren, was der noch alles dabei hat. Aber das ist mit der Strahlung... Sollen wir noch die Deathbox looten? Nein, wir holen uns hier den Abwurf. Lass den letzten da liegen. Der arme Dude. Wurde gekillt und nie gelootet. Hatte den Secret Airdrop und... Muss ihn einfach liegen lassen. Bitter. Aber der Weg ist mir jetzt zu weit. Ist mir zu riskant. Okay. Und jetzt machen wir uns aber auf entspannte Basis Richtung Exit, würde ich sagen. Ah, warte mal. Wir können uns auch eben schnell... Quatsch, wir gehen einfach zum Exit. Wir geben nicht noch Loot aus, wir haben die Zeit. Hauptsache, im Exit liegen jetzt nicht irgendwelche Bomben oder so. Aber glaube ich nicht. Jo, das war ja mal eine richtig ereignisreiche und auch lootreiche Runde. Ich weiß, noch bin ich nicht raus. Ich passe jetzt aber wirklich auf am Exit, dass da nicht Kontaktbomben liegen oder so. Oder eine Bärenfalle oder was weiß ich was, was mir Energie abziehen könnte. Auf jeden Fall keine Raben. Also hier ist niemand mehr. Das war tatsächlich der letzte auf der Map. Okay, jetzt vorsichtig. Hören, ob es hier irgendwo rauscht. Und gucken, ob hier irgendwo Kontaktbomben liegen. Es sieht aber soweit ganz gut aus. Ich höre nichts rauschen. Alles gut soweit? Ja, wir haben es geschafft. Ciao. Geile Runde. Und sogar als Bedrohung die Map verlassen im Bedrohungspullover. So muss das laufen. Perfekt. Freue ich mich. Coole Runde. Da haben wir echt viel Loot mitgenommen. Mann, Mann, Mann. Mal gucken, was der Beutewert sagt. 5000. Ja, gefühlt habe ich mehr mitgenommen. Aber waren halt auch viele Komponenten dabei. Guck mal, nur 7 Chemikalien. Manch einer würde sagen, so viel Loot ist es gar nicht. Aber gefühlt war das wirklich eine richtig geile, lootreiche Runde. Und ich habe viele tolle Sachen mitgenommen für
Panzerplatte und Walkie-Talkie herstellen, dass ich da nicht immer Geld ausgeben muss. 3 Jod mit rausgenommen. Also eine tolle Waffe noch mitgenommen, von der ich keinen Bauplan habe. Und natürlich die blaue Kiste, den Airdrop. Den machen wir jetzt auf. Das Loot kommt noch oben drauf. Na, schick. Nicht verkehrt, 65 Draht. Eine wirklich starke Runde, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Hier in Vigor aus der aktuellen Season 16 mit dem Threat Pulli, dem Pullover für Bedrohung, verabschiede ich mich und wünsche euch nur das Beste und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.